Hallo und schön, dass ihr vorbeischaut. Heute werde ich mal ein Paint mit mir machen. Es geht um mein Langzeitprojekt Die Spinne von Diamond Painting Deutschland. Ich werde mal schnell das Motiv mal einblenden. Das ist die Spinne, 70 x 55 cm groß und hat 130 Farben. Bevor ich jetzt loslege, wollte ich euch mal mein Sortiersystem zeigen und wie ich bei so einem Bild vorgehe. Ich habe hier meine drei Koffer. Die habe ich ganz normal nach DMC-Nummern sortiert. Da waren ja diese wunderschönen Aufkleber dabei. Die habe ich einfach verwendet. Also ich habe jetzt drei Koffer und das sind jetzt alles sortiert. Um das Leben mir leichter zu machen, habe ich mir die Papierlegende zurechtgeschnitten. Ich habe einfach, hier ist absolut gar nichts sortiert, muss ich dazu sagen. Hier ist einfach alles, was so grünliche Symbole hat, habe ich hier hinzugefügt. Okay, die passen jetzt nicht so ganz. Dann so bläuliche, so schwarz, dunkel, grau und ja, hier so alles andere, was übrig geblieben ist. Ich finde das System nicht schlecht, aber wie gesagt, hier ist absolut gar nichts sortiert. Da meine Koffer sortiert sind, finde ich die Sachen einfacher. Dann kann ich wirklich sagen, okay, ich brauche jetzt zum Beispiel, ja, keine Ahnung, ich brauche jetzt dieses Satellitenschüssel-Symbol, das hat die 924 und dann kann ich einfach meine Koffer durchschauen. So painte ich die Bilder, die über 100 Farben haben. Das Bild war von Haus aus zweigeteilt von der Folie her, das kam so. Also habe ich nichts rumgeschnitten und ich habe einfach immer so größere Abschnitte aufgemacht und die gepaintet in der Hoffnung, dass ich nicht so viel Farbwechsel machen muss. Aber ich bin ein bisschen schusselig, ich übersehe ganz oft die Symbole. Ich sehe gerade hier Feature 1, das ist ein I, da kann man das gleich mal machen, I. Das ist so ein bisschen so diese Farbe hier, das ist die 501 und dann kann ich ganz einfach in meinen Koffer danach schauen, die 501 und dann kann ich schnell dieses Symbol schnell wieder auffüllen. So, habe ich wahrscheinlich vergessen zu painten, kann passieren. So, also ich habe immer diese größeren Abschnitte gemacht und immer so weiter und so weiter. Jetzt habe ich hier, sag mal von die Hälfte, drei Viertel davon. Ich habe jetzt nur noch einen so Bereich noch, aber ich finde, man sieht schon ganz gut die Beine von der Spinne. Ich finde, die schaut wunderschön aus. Also ich mag das Motiv total gerne. Ich weiß, viele werden sagen, ih, Spinne, eklig, würde ich niemals painten. Jedem das seine. Wie gesagt, mir gefällt die Spinne riesig. Die habe ich damals bei Release schon gekauft. Allerdings hing die dann ungefähr 2 Jahre rum und am Anfang des Jahres habe ich damit angefangen, sie zu painten. Jetzt muss ich wohl schnell mein Stativ umbauen, dass man nur die Stelle sieht, wo ich painte und dass man den Rest von der Spinne nicht sieht, dass es für manche Leute erträglich wird. Ich baue schnell um und dann sehen wir uns gleich wieder. Hier habe ich den nächsten Abschnitt aufgedeckt. Normalerweise painte ich nicht so große Abschnitte, aber in diesem Fall, da wir so viele Farben haben, mache ich das einfach so. Ich werde jetzt als nächstes dieses W-Symbol, es ist weiß mit einem dunklen Hintergrund. Dann schaue ich auf meine Legende, was ich mir zusammengeschnipselt habe. Hier habe ich die dunklen Sachen. Und da sehe ich schon das W und das ist die 844. Und da meine Koffer nach DMC sortiert sind, ist es relativ einfach dann zu finden und dann kann ich dann loslegen. Mit Mehrfachsätze ist es bei diesem Bild relativ schwierig zu arbeiten, da wir sehr viel Konfetti haben. Wenn ich sehr viel Glück habe, kann ich mal vereinzelt mit Dreifach- oder Vierfachsätze arbeiten. Aber das stört mich jetzt relativ wenig. Also ich paint so gerne mit vereinzelt und auch mit mehrfach. Also ich bin da relativ flexibel. Und wenn ich sehr viel Lust und Laune habe, dann paint ich auch mit Pinzette.
Ich muss sagen, das Bild macht sehr viel Spaß. Die Steinequalität ist auch richtig gut. Wie gesagt, das Bild hing jetzt ja, fast 2 Jahre lang rum. Ich habe es extra aufgehängt, nachdem ich das Unboxing gemacht habe, da es ja die doppelseitige Klebefolie ist, um keine Falten reinzubekommen. Die Klebekraft ist immer noch bombastisch, also die hat nicht darunter gelitten. Jetzt habe ich dieses Bild Anfang des Jahres angefangen und habe noch nicht mal die Hälfte. Also ja, aber ich muss dazu sagen, ich habe ja sehr viele andere Hobbys, wie ihr bestimmt schon mitbekommen habt, die mich verfolgen auf meinem Kanal. Und man hat ja nicht immer Zeit, immer an einem Projekt zu arbeiten. Und da es ja eine nette Abwechslung war, diverse kleinere Bilder zu painten und Geschenke zu machen. Ja, und die ganzen anderen Hobbys, was ich auch habe. Ja, momentan bin ich sehr an meinen 3D-Metallmodelle beschäftigt. Ich baue im Moment gerade ein Schiff. Geht ganz gut voran. Aber ich habe gedacht, ich paint heute ein bisschen erstmal und dann später wieder mein Modellbau widmen. Ja, was soll ich sagen? Die Symbole sind auch hier super zu erkennen. Also, das ist einfach eine super Qualität von Diamond Painting Deutschland. Und das Motiv, das hat mich damals so gefesselt, wo ich das gesehen habe, dass ich das sofort bestellt habe. Obwohl ich gewusst habe, ich kann es nicht gleich painten, aber ich wollte es unbedingt haben, nicht, dass es dann ausverkauft wird oder nicht mehr im Sortiment dann ist, wenn ich das dann haben möchte. Ich wollte es eigentlich schon viel früher painten, aber naja, ist halt manchmal so. Ich habe auch keinen so inneren Monk, wo hier alles kerzengerade sein muss, weil meistens ziehen sich die Steine dann eh dann so hin, wie man es dann braucht, da die viereckig sind. Ich mache einfach hier ein bisschen kreuz und quer, dass ich dann hier so mein Schiffchen dann drauflegen kann, ohne dass es dann klebt. Aber ich versuche auch jetzt dieses eine Symbol weitgehend alle Symbole zu painten. Meistens gelingt es mir eh nicht, da ich immer irgendwelche übersehe. Ich kann machen, was ich will. Ich kann das so oft kontrollieren, habe ich jetzt alle gepaintet oder nicht. Es bleiben immer irgendwelche übrig. Ich habe gehofft, wenn ich so größere Flächen aufmache, dass es mir nicht so passiert. Aber ich habe festgestellt, ich muss definitiv viel weniger Farbwechsel machen. Also die Farbwechsel nicht, aber ich muss einfach viel weniger die Fläschchen auf und zu machen, da ich einfach im größeren Bereich painte. Also so paint ich dieses Bild. Ich paint ja, ich habe ja keinen Standard, wie ich irgendein Bild painte. Ich painte jedes Mal ein bisschen anders. Diesmal habe ich rechts unten angefangen. Manchmal fange ich oben an, manchmal fange ich rechts oben, links oben oder ich fange links unten an. Also ich habe keine richtige Vorgehensweise, wie ich gerade Lust und Laune habe, ein Bild zu painten. Ich habe auch keine Vorgehensweise, ob ich jetzt in Quadrate schneiden oder wie hier habe ich die Folie komplett gelassen, dass ich das wieder zuklappen kann. Da es ein Langzeitprojekt ist, und ich das immer wieder aufhängen muss oder wenn ich es liegen lasse. Und da ich auch 2 Katzen habe und wer Katzen oder Hunde hat, weiß ja, Tierhaare kommen automatisch auf das Bild. Und so versuche ich das ein bisschen zu mindern, indem ich die Folie einfach ganz lasse, dann kann ich es wieder zudecken und dann passt die Sache. Ja. Es macht auf jeden Fall sehr viel Spaß. Mir ist es relativ wurscht, ob ein Bild viele Farben hat oder wenig Farben hat. Natürlich die mit mehr Farben, die kommen besser raus, das ist eh klar.
Aber mich stört es jetzt nicht, dass es so viele Farben hat. Das ist jetzt nicht das größte Bild, was ich habe. Also von die Farben her, von der Menge von den Farben her. Ich habe ja noch, ich glaube, das heißt Herbstwald. Das hat sogar 180 Farben. Es gibt ja auch diese Josephine Wall Bilder mit ganz vielen Farben. Mein Geschmack sind die Josephine Wall Bilder nicht so, aber das sind wunderschöne Bilder. Also, die sind groß, haben viele Farben, schauen soweit ganz schön aus, aber das ist halt nicht so meins. Ist auch schön, dass die Geschmäcker verschieden sind. Da kann jeder painten, was er Lust hat. Und ich bin auch so froh, dass es so viele verschiedene Motive gibt. Also nicht nur so Blümchen oder solche Sachen, sondern das ist auch einmal so Spinne oder mal so Drache, Totenschädel oder irgend sowas in der Richtung geht. Das einfach eine schöne Abwechslung ist. Ja, jetzt habe ich euch mal gezeigt, wie ich an diesem Bild arbeite. Ich weiß jetzt gar nicht, wie lange ich jetzt hier schon filme. Aber ich will ja nicht so ein langes Paint with Me machen. Ich habe bloß gedacht, ich zeige euch, wie ich momentan an diesem Bild arbeite, mit was für System ich arbeite. Für mich, ich weiß nicht, es gibt total verschiedene Arten, wie man das machen kann. Manche sortieren die Steine nach den Symbolen oder wie auch immer. Ich habe mich entschieden, dass ich diese Methode anwende. Jetzt habe ich hier schon mal eine Fläche ein bisschen rumgepaintet, dass ich das Schälchen draufstellen kann, damit ich einfach die anderen Symbole besser erreichen kann. An dem Bild werde ich noch sehr lange arbeiten. Das, ja, ich habe ja noch nicht mal die Hälfte, also. Aber mein Ziel ist es echt, dieses Jahr fertig zu bekommen. Das wäre mein Ziel, was ich mir gesetzt habe. Ich hoffe, es gelingt mir auch. Also ab jetzt, wenn ich painte, werde ich an diesem Bild painten. Vielleicht mal was Kleines zwischendurch oder so, so Snackbilder oder sowas. Das ist ja kein Problem. Aber wenn ich da mein Painting mache, dann wird an diesem Bild gearbeitet und an sonst kein anderes. Ich muss es echt fertig kriegen, da ich das unbedingt an meiner Wand hängen möchte. Ich weiß noch nicht, wie ich das aufhänge, da ich ja schon alle Möglichkeiten ausprobiert habe, ob jetzt hinter Glas, auf Leinwand geklebt, auf eine MDF-Platte geklebt, mit Holzleisten außenrum oder mit Posterschienen aufgehängt. Also ich habe schon alle Varianten ausprobiert, funktionieren alle sehr gut. Aber ich gehe davon aus, dass ich es eventuell hinter Glas machen werde. Momentaner Stand kann sich ja noch ändern, kann ja wirklich sein, dass ich sage, na, ich klebe es doch auf einer Leinwand. Das muss ich dann sehen, wenn das soweit ist. Ist ja noch lang hin, bis ich das fertig habe. Und das kann ich immer noch dann entscheiden, weil man muss ja erstmal einen Bilderrahmen finden in diese Größe. Ich weiß, man kann diverse Größen bei Amazon bestellen. Auch so komische Größen. Das geht auch. Aber wie gesagt, bis ich das Bild fertig habe, ist es ja noch eine Zeit lang hin. Und dann kann ich mir erstmal einen Kopf darüber machen. Ich werde das Bild auf jeden Fall versiegeln, da ich alle meine Bilder versiegle. Egal wie ich die aufhänge, die Bilder werden versiegelt. Ja, mehr wollte ich euch gar nicht zeigen erstmal. Dann vielen Dank fürs Zuschauen und vielleicht bis zum nächsten Mal und ciao!